Dieser Redner in der Debatte Omid Nuripur für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der Koalition, Sie schreiben in Ihrem Antrag, die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Israel vor 50 Jahren wäre ein Wunder gewesen. Richtig ist, dass es alles andere als selbstverständlich war, dass Ben-Gurion die Hand von Konrad Adenauer ergriffen hat. Es ist sicher richtig, dass wir nicht nur sehr besondere bilaterale Beziehungen haben, sondern dass unsere bilateralen Beziehungen einzigartig sind. Und richtig ist auch, dass wir bilaterale Verhältnisse haben zwischen Israel und Deutschland, die es zwischen keinen Ländern der Welt, keine zwei Länder auf der Welt haben solche Beziehungen, wie wir sie haben. Und dafür können wir einfach nur dankbar sein. Allerdings ist, glaube ich, die Rede von Wunder ein wenig nicht besonders akkurat, weil diese Beziehungen eben nicht vom Himmel gefallen sind, weil es unglaublich viele Klippen gegeben hat, auf die meine Fraktionsvorsitzende hingewiesen hat, und weil wir noch sehr, sehr viel daran arbeiten müssen. Und weil wir uns auch bedanken müssen bei denjenigen in Deutschland, die aus der Zivilgesellschaft heraus, die Kirchen und die Gewerkschaften und viele andere, die teilweise gegen Widerstände in der Politik, im Übrigen aus allen Fraktionen, dafür gekämpft haben und durchgesetzt haben, dass es diese bilateralen Beziehungen gibt. Dafür einfach ein herzlicher Dank. Und gleichzeitig glauben wir, dass wir viel tun müssen, damit diese bilateralen Beziehungen nicht rituell werden. Dazu gehört Ehrlichkeit und dazu gehört, dass wir ehrlich sagen, woran es gehapert hat, gerade auf unserer Seite, gerade auf der deutschen Seite, und das selbstkritisch. Wir werden Ihrem Antrag selbstverständlich zustimmen. Das ist nun wirklich der falscheste Anlass, um parteipolitisch sich hier zu zerlegen. Aber ich erinnere mich, dass vor 10 Jahren, als es um die 40. Jahrestage gibt der diplomatischen Beziehungen, dass es da sehr viel mehr Mühe gab und dass es am Ende gelungen ist, einen gemeinsamen Antrag einzubringen in den Bundestag. Ich hätte mir gewünscht, dass es auch diesmal möglich gewesen wäre. Nichtsdestotrotz stimmen wir Ihrem Antrag zu und hoffen, dass Sie auf unseren Antrag auch nicht mit den üblichen Reflexen schauen, wie wir sie kennen. Meine Damen und Herren, Israel und Deutschland sind nicht mehr dieselben Länder wie vor 50 Jahren. Beide Gesellschaften sind im Wandel, und damit verändert sich auch die Erinnerung in beiden Ländern an historische Ereignisse. Wer die Beziehungen in ihrer heutigen Intensität erhalten will und vor allem ausbauen will, muss die neuen gesellschaftlichen Realitäten auch ernst nehmen. Wir reden über zwei Länder, die Einwanderungsgesellschaften sind. In beiden Ländern gibt es viele Menschen, die keine biografischen Bezüge haben zu Shoah. Mein Großvater war während der NS-Herrschaft Nusshändler im Westen Irans. Er hat wahrscheinlich das erste Mal mitbekommen, dass es den Zweiten Weltkrieg überhaupt gibt, als 1941 erstmals russische Soldaten aufgetaucht sind in seiner Stadt. Und nichtsdestotrotz, ich als Deutscher, als Demokrat und als Mensch trage Verantwortung für die Folgen der deutschen Geschichte und selbstverständlich damit auch für die deutsch-israelischen Beziehungen. Wer sich zu Deutschland bekennt, bekennt sich zur historischen Verantwortung Deutschlands und damit zur Verantwortung für das Nie wieder. Es gibt manche, die sagen, dass Antisemitismus in Deutschland heute vor allem unter Muslimen verbreitet sei. Das ist in Zeiten, in denen immer noch leider Gottes Neonazis ganze Stadtviertel zu No-Go-Areas für Juden erklären können, eine sehr gewagte These. Aber wir haben natürlich ein Problem. Und die Demonstrationen letztes Jahr im Sommer gegen den Gaza-Krieg haben es gezeigt. Es ist legitim, israelische Politik zu kritisieren. Es ist legitim, dagegen zu demonstrieren. Und das Demonstrationsrecht besteht nicht nur für diejenigen, die politisch ausgewogen demonstrieren. Das sehen wir Montag für Montag in so manchen deutschen Städten. Aber was nicht legitim ist, ist Gewaltanwendung. Es ist nicht legitim, antisemitische Parolen zu dreschen. Und erst recht ist es nicht legitim, Hoheitszeichen eines anderen Landes zu zerstören und in Deutschland erst recht nicht von Israel und das Existenzrecht Israels in Frage zu stellen. Das ist unsere Aufgabe als Demokratinnen und Demokraten, dagegen aufzustehen. Und aus der deutschen Geschichte erwächst eine Verantwortung für die Sicherheit Israels und für die Sicherheit der Jüdinnen und Juden in Deutschland, die für alle gilt, die in Deutschland leben, und zwar unbenommen davon, welche Religion sie haben. Der Graben verläuft nicht
zwischen Juden und Muslimen. Der Graben verläuft zwischen Demokraten auf der einen Seite und Antisemiten auf der anderen Seite. Diese Sicherheit ist und bleibt ein Grundsatz der deutschen Außenpolitik, auch wenn wir über das wie immer wieder streiten. Die Streitereien gibt es zwischen uns, die gibt es innerhalb Israels, die gibt es zwischen Deutschland und Israel auch. Das Verhältnis zu Israel ist eng mit dem Nahostkonflikt verbunden. Natürlich müssen wir gerade in diesen Zeiten, in denen die Realität sich immer weiter entfernt vom Zwei-Staaten, von der Zwei-Staaten-Lösung, gerade in einer Zeit, in der es immer weniger Hoffnung gibt, eintreten für eine Zwei-Staaten-Lösung. Es ist sehr klar, es wird keine Sicherheit geben für die Israelis und keine Selbstbestimmung für die Palästinenser ohne Zwei-Staaten-Lösung. Es gibt keinen Zaun, der hoch genug ist, also dass er Frieden ersetzen kann. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Omid Nuripur. Nächste Rednerin, Kerstin.